Hallo, ich bin der Walter Moroder aus St. Ulrich in Gröden und wir stehen jetzt da vor meiner Werkstatt in Pontivis. Das ist ein bisschen vor St. Ulrich, in der Industriezone. Schön, dass ihr mich besuchen kommt. Jetzt zeige ich euch, wo ich arbeite, wo meine Werkstatt ist, wo ich die Figuren, die meisten aus Holz schnitze. Und jetzt können wir dann in die Werkstatt einigen und schauen, wie es da drinnen ausschaut. Ja, ich bin in Grön aufgewachsen und mein Großvater war Holzbildhauer, mein Vater war Holzbildhauer, die Onkels waren Holzbildhauer, alle sind bei uns Holzbildhauer gewesen. Da wollte ich eigentlich schon Bildhauer werden, so bis ich so 14, 15 Jahre alt war. Dann wollte ich Mechaniker werden. Und dann habe ich gesagt, nein, doch nicht. Und dann habe ich die Kunstschule besucht und dann bin ich zu meinem Vater in die Lehre gegangen. Dann bin ich wirklich auf die Akademie gegangen, weil mir war das nicht genug, so die Figuren und so zu machen. Ja, in München habe ich halt studiert, die Anatomie vor allem. Dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich mehr abstrakt gearbeitet. Praktisch keine Figuren mehr gemacht, weil alle da Figuren machen in Gröden, alle Heilige und so, und das war mir zu viel. Und dann bin ich aber später wieder und zurück zur Figur. Und seit 25 Jahren, glaube ich, jetzt schon langsam mache ich leider mehr so lebensgroße Menschendarstellungen. Sie seien so zwischen Mann und Frau, aber es seien schon Frauen. Und das sind allem so lebensgroß. Praktisch mache ich es allem dann, dass man davor steht und dass man ein Gegenüber hat. Das ist wie ein Spiegel. Praktisch schaut man ihnen in die Augen. Dann, wenn bei euch dann so eine Figur steht im Raum, dann habt ihr nur einen Mitbewohner, wo ihr euch konfrontieren könnt oder nicht. Aber die stehen ganz ruhig da, die machen nichts, die haben keine Bewegung, die haben keine Aussagen, die Figuren. Sie sind so eher so stille Wesen. Praktisch die Figur, was sie macht, das soll halt eine Anregung oder eine Idee sein, dass man anfängt zu, ja, ein bisschen nachzudenken. Um das geht es mir, dass man sich selber spürt, wo man ist, bis man geht und so. So, das sind die Bäume. Die sind da zum Lagern, zum Trocknen. Die sind jetzt schon 30 Jahre da. Die hat noch mein Vater geschnitten bei einem Bauern. Das sind Kastanienbäume, dicke Bäume. Und damit sie nicht überall reißen, tue ich da reinschneiden mit der Motorsäge bis in die Mitte. Dass, wenn es trocknet, dann macht es nicht überall Risse, sondern tut da auf. Aber aus so einem Baum kriege ich drei Figuren oder vier raus. Also bevor dass ich eine große Skulptur mache, mache ich allem ein kleines Modell in Ton. Das ist so Plastilin, das tue ich dann modellieren und dann tue ich das auf, da ist ein Eisen drinnen, damit das hebt. Und dann tue ich das modellieren. Und wenn mir dann die Form gefällt, wenn ich zufrieden bin, dann denke ich mir so. Und jetzt tue ich das Holz zusammenleimen. Und dann misse ich das aus, genau, und zeichne es aufs Holz auf. Und dann schneide ich mit der Motorsäge, nehme ich dann her, und dann schneide ich das Gröbste weg, also dass dann leider so ein bisschen die Figur da steht. Das ist das Modell für die Figur. Und da habe ich jetzt Eiche genommen. Das ist ganz ein hartes Holz und schwer zu arbeiten.
aber das hat eine ganz schöne Farbe und Maserung. Und dann schneide ich die großen Stickeln da, weil das ist ein Block, schön grob da. Und nachher schneide ich das alles weg, wo viel wegzunehmen ist. Das schneide ich mit der Motorsäge weg, das schneide ich so. Und dann fange ich an mit den Stemmeisen da. So gerade Stemmeisen, das sind verschiedene Stemmeisen. Runde Eisen. Wenn man da durchfährt, muss man ein rundes einnehmen, zum Beispiel. Und dann schnitze ich das genau und dann werden die Stemmeisen am kleiner, dass man halt versteht, wie das Schnitzen so ein bisschen geht. Das ist ja hart, das heißt, da muss man fest hauen. Und zuletzt, wenn man das dann fein machen will, dann hat man Feilen, wo man dann die Form ganz schön spannen kann. Und danach nimmt man noch ein Schmirkelpapier. Ganz, ganz, ganz glatt machen. Das wird so glatt wie ein Knochen. Und dann tue ich halt auch manchmal malen, das Kleid da. Aber das hat mir nicht gefallen. Und dann nehme ich jetzt ein Stemmeisen und tue das wieder. Ich arbeite so lang, bis die Figur mich nervös macht. Es ist nicht so gut, wenn ich zufrieden bin. Also, es ist nicht spannend. Es muss für mich spannend sein. Dann höre ich erst auf. Wenn ich das Gesicht dann mache, dann manchmal setze ich Glasaugen ein. Die schauen so aus, sind fast wie richtige Augen. Dann ist noch einmal eine Konzentration in die Augen von der Energie, weil das ist so. Die Augen ist ein Bild nach innen, kann man das nennen. Oder die Verbindung nach innen. Deswegen tue ich manchmal, nicht allem, tue ich die Glasaugen ein. Viele Leute erschrecken auch, wenn sie die Glasaugen sehen, weil sie sagen, oh, das ist ein bisschen so wie in einem Horrorfilm. Aber mir interessiert das schon vor allem über die Energie, die von innen nach außen fließt. Die Figur da habe ich gemacht, das ist auch eine Frauendarstellung. Und die habe ich ganz, ganz einfach gehalten. Das ist zwischen abstrakt, so abstrakt, dass ich nicht mehr weiß, was es ist, und den Menschen. Der Kopf ist schon fertig, aber da fallen sogar die Arme, die Hände und alles ist weggelassen, dass es wie eine Flasche ist. Es fallen nicht einmal die Arme, weil man schaut eher aufs Gesicht. Ne? Und dann habe ich sie auch ganz naturbelassen, das ist Lindenholz. Und das habe ich mit verschiedenen Strukturen, das habe ich alles mit einem Stemmeisen da geschnitzt, sodass hell und dunkel, dann das Kleid ist praktisch, macht mehr Schatten. Da habe ich mir ein bisschen kopiert von afrikanischen Skulpturen. Das geht dann tief rein. Das hat mir gefallen, dann habe ich mir gedacht, das mache ich. Und das da oben habe ich die Haare ein bisschen anmalen. Normal tue ich die Figuren noch anmalen. Ich tue oft so lang malen, wie ich schnitzen tue. Aber da in dem Fall habe ich mir gedacht, das passt schon. Das ist halt schon so. Gehen. Das ist ein bisschen ein Einblick über das, was ich mache, das ist meine Arbeit, mein Beruf. Und freut es mich auch, dass ich da an dem Projekt teilnehme, dass ich eine Figur bei euch zeige. Und dann habt ihr auch das ein Gegenüber. Und weil ihr seid ja doch ziemlich eingesperrt da momentan im Altersheim. Und dann bringe ich halt von außen eine Figur ein, das praktisch ein bisschen ein Leben von außen aus Gröden bringe ich da in den Raum. Und ich hoffe, ihr habt eine Freude damit. Und ihr habt eine Freude, dass die Figur bei euch steht.